Hey liebe Freunde und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Crosscode. Wir sind in den Raum untersuchen, allerdings ist hier nichts. Die Tür ist verschlossen, richtig? Sieht so aus, als wären wir hier gefangen. Ein Zen-Garten, ja, ist das ein Zen-Garten? So etwas wirst du mit Sicherheit nicht auf dem Spielplatz finden. Die Avatare würden den Handumdrehen verwüsten. Dein Meister kommt. Gotham? Bist du das? Hallo, lange nicht gesehen. Hi. Du hast also angefangen zu sprechen, aber dein Vokabular ist noch sehr begrenzt, nicht wahr? Wer genau hat dich eigentlich wieder zurück ins Spiel geholt? Du solltest eigentlich nicht mehr hier sein. Warum? Du erinnerst dich also immer noch nicht. Was ist mit diesem Raum? Kommt dir der wenigstens bekannt vor? Verstehe, deine Ahnung wird also früher oder später zurückkehren. Das ist beunruhigend. Ich verrate dir besser nicht zu viel. Wie auch immer, wir haben da eine kleine Aufgabe für dich. Einen Augenblick bitte. Gotham, warum bist du hier? Was genau tust du hier? Erinnerst du dich nicht an Gotham? Er war einmal ein alter Kollege von mir, bis er vor einigen Jahren verschwunden ist. Ich weiß es nicht. So, Lea, hörst du mich? Tritt bitte vor die Tür und verlasse den Flur westwärts, dann südwärts. Jemand, den du kennst, wird draußen auf dich warten. Lea, wir sollten tun, was er sagt. Ich werde dir bald mehr über Gotham erzählen. Lass uns fürs Erste herausfinden, wo genau wir hier sind. Ich glaube, wir sind genau da, wo wir am Anfang gewesen sind. Dieser komische Wald. Erst Westen, dann Süden, also dann links, dann nach unten. Na, so ähnlich. Was ist das für ein Ort? Purpurnes Wasser, eigenartig. Ich erinnere mich vage an etwas in diese Richtung aus einem ganz frühen Entwicklungsstand des Spiels. Jedenfalls gehört das hier nicht definitiv nicht zum offiziellen Spielplatz. Ich werde ein wenig über diesen Ort recherchieren. Huch. Hollerö? Lea, du bist auch hier? Sie sagt mir, dass ich mich mit einem anderen Spieler treffen soll. Da warst du damit gemeint? Verstehe. Kerl in der Kiste, was für ein komischer Ort. Und so wie es aussieht, stecken wir hier fest, was? Jedenfalls funktioniert das Teleportieren hier nicht. Oh, Junge, ich bin nicht mal sicher, wie wir überhaupt hierher gekommen sind. Hast du irgendeine Idee? Tja, wie auch immer, ich nehme mal an, dass wir beide eine Party bilden sollen. Also sollen wir? Na dann. Unsere Level driften ganz schön auseinander, aber ich glaube, das ist gerade unwichtig. Als nächstes müssen wir zum hiesigen Quest-Hub. Die wollen nämlich, dass wir beide uns dort für eine Quest melden. Er ist gleich dort drüben, westlich von hier. Also dann, auf geht's. Schnelles Tauch hier, aber bedeutet das, dass reguläre Spieler Zugang zu diesem Gebiet haben? Welches Level ist er? Dann gucken wir doch gleich mal in die Party. 60. Sieht schon das auch noch in meiner Party? Ups. 3300 Leben, 12 SP-Punkte, nice. Es geht hoch bis 16 insgesamt. Hydra-Reißzahn, also Level 60 ist dann schon Maximum, ne? Sieht aus wie eine normale Stadt, ehrlich gesagt. Mit ziemlich vielen. Oh wow. Mit Geheimnissen auch noch. Ist ja super nervig. Benachrichtigung Umgebung. Ist okay, Alter! Ich habe aber. Entspann dich, ey. Tötete mich einfach instant. Ist auch noch ein Geheimnis. Oh, noch ein Dingensen. Okay, was ist das hier? Ah ja. Das ist wahrscheinlich eher ein Gebiet für spätere Zeitpunkte. Geht nicht dort hoch, hat keinen Sinn. Warum? Du bist neu hier, oder? Damit der Durchgang für dich gesperrt sein. Es weiß eh niemand, was sich dahinter verbirgt. Nervöser Sicherheitsbord, 900.000 Leben.
Und gegen Schock, okay, naja, lassen wir das mal. Wir werden in der Tat erstmal zum Quest Hub gehen. Ich brauche hier nicht kämpfen. Jetzt noch nicht. Na, darum ist immer das Gleiche. Ich muss halt irgendwie hier rüber und so, ne? Ah ja. Dann können wir uns die Kiste ja schon mal mitnehmen. Die Kisten. Drei-Gänge-Menü. Oh, die Kiste habe ich nicht mal gedingens gehabt. Ich muss irgendwie da hoch. Ah ja, okay, hätte ich hier hoch gekonnt. Dann gehen wir uns die Kiste noch kurz holen. Gut, dass es den Shortcut hier gibt. Wäre sonst ziemlich ätzend. Eine Echo-Rolle. Na gut. Dann haben wir das erledigt, aber zum Eisding komme ich noch nicht mehr. Komme ich, glaube ich, vor euch zum anderen Ding rüber. Na, guck mal da und da. Es fließt in den Rohren. Wo fließt es hin? Voll gruselig, ey. Ja, hier ist es, das große Gebäude da drüben. Stadtzentrum entdeckt. Ein neues Gesicht. Hi, herzlich willkommen in diesem kleinen niedlichen Höllenloch. Okay, wir haben gleich mal erstmal einen Händler. Ein paar Händler haben wir hier. Rotes Bandana, wir machen mal wieder ein bisschen kartografieren hier oder aufsammeln, was es hier so Schönes zu machen gibt. Schienbeintreter, Jagdbolzen und Abendrotklaue. Okay, ja. Laser nicht kaputt, ist eine Absperrung, ne? Na, will ich jetzt noch nicht. Hab dich gewarnt. Ja, ja, entspann dich. Oh. Boah, alles gefährlich hier, ey. Das ist der Quest Hub. Sie haben dort drüben einen Hologrammprojektor, genau wie in Wookie Harbor. Ziemlich gruselig dagegen, muss ich sagen. Willkommen zur Operation Pfadläufer, Abteilung Projekt Rot, Rekruten. Unser Ziel ist die Erkundung und Untersuchung der Vermilion-Einöde und ihrer Verbindung zum Pfad. Eure erste Aufgabe liegt darin, das südliche Prüfungsgebäude zu inspizieren. Es liegt in der Flussdelta-Region im Süden. Um Zugang zu diesem Gebäude zu erhalten, müsst ihr dieses Gerät dort in der Umgebung finden und aktivieren. Das wäre alles. Viel Glück und seid wachsam. Nicht so cool. Aktiviere die Geräte der südlichen Regionen. Das war aber kurz. Wie? Du sagst das? Wie hängt das mit der Hintergrundgeschichte von Crossroads zusammen? Was ist überhaupt Projekt Rot?
Ich frage mich, ob Lin etwa irgendetwas darüber weiß. So dumm, dass ich sie nicht kontaktieren kann. Oder überhaupt jemanden, der etwas darüber wissen könnte. Ich weiß nicht, was wir sonst tun sollen. Uns bleibt wohl erstmal nichts anderes übrig, als die Quest zu erledigen, hm? Ich habe es 11 Kisten, ja, insgesamt. Im Süden, also hier. Was haben wir noch Schönes? Ausrüstung kaufen. Nichts von Relevanz. Wir werden mal gehen, dass wir kämpfen. Ah. Was ist das denn für ein Vieh, Alter? Okay. Na, solange sie mir nicht aggressiv gesinnt, ist okay. Na, ich hab keine Lust. Cooler Sicherheitsbot, 10.000 HP. Das ist witzig. Das ist eine ziemlich beschissene Gang, muss ich sagen. Gefällt mir nicht. Was haben wir hier? Neutraler Virus. Die sind aber... Komm, Snyder, du machst das schon. Mit Level 60, ja? Okay, um jetzt hin. Damage. Hätte ich da runterspringen müssen? Jetzt komme ich nicht auf diese kleine Insel, aber... Rotes Licht, so schön, so hell. Bitte schalt sie aus, ich erblinde. Wie? Achso, das sind die Generatoren, ne? Lokalisiere Ziele in der Umgebung. Ich vermute mal, dass wir diese leuchtenden Sterne aufsuchen sollen, oder? Hm. Ich den ganzen Mist hier nochmal machen, ja. Ich bin doch gerade erst lang. Bin ja dabei. Ich bin so ein Mongo. Boah, hasse ich das, wenn es keine Abkürzung gibt. Ah, ist schon irgendwie. Eine sehr, sehr merkwürdige Gegend hier. Sehr bedrückend, ne? Fühle mich extrem unwohl. Seeflussdelta Stadtzentrum. Darf ich mal bitte zu den anderen? The fuck?
Merkwürdige Bäume. Dann gehen wir noch einmal hier hoch. Dann dürfen wir runterkommen. Warum machen wir das klar? Das sah doch so prädestiniert für ein Schlachtfeld aus. Aber war auch nichts Besonderes. Piu! Zerstört. Und die nächsten Ziele. Boah, Alter, Gerüstungsgiebe könnt ihr nicht. Ja, herrlich. Noch mehr Leuchtenstände. Alle kreuz und quer verteilt. Ja, tatsächlich. So, da kommen wir schon mal nicht rüber, ne? Ja, auch zu einfach. Ich bin nicht hier. Du siehst mich nicht. Warum? Geh weg. Das ist eine voll spooky Gegend. Kann ich nicht oft genug sein, glaube ich. Das ist eine coole Mechanik gewesen. Gefällt mir. Was gerade gemacht? Nee, wäre nicht mal aufgeprallt, glaube ich, oder? Nein. Müssen wir quasi von hier machen, oder? Aber das schießt doch nicht. Achso, von hier unten. Lol. Und nu? Ah. Er hat daneben geschossen, ernsthaft?
So. Boah, hässliche Einöde, ohne Witz. Das bisher hässlichste Gebiet hier in diesem Spiel. Gut, Leute, ich würde sagen, wir machen kurz mal eine kleine Pause und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin. Ciao, ciao.